Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem, ja, kühlen Mittwochmorgen. Ja, in einer Woche werden wir wahrscheinlich nicht mehr von Kühle und frischen Luftmassen sprechen, denn die Wetterumstellung, die wird wohl kommen. Das zeichnet sich immer mehr ab. Ja, wir gucken natürlich jetzt erstmal aufs Wochenende und dann auf die nächste Woche, wo uns wohl erstmals in diesem Sommer, in diesem Frühsommer sehr warme bis heiße Luftmassen erreichen und was das bedeutet, ja, in Sachen erster Hitze, ja, und dann auch möglichen Gewitterlagen. Da werden wir in den nächsten paar Minuten drauf schauen. Es könnte sich durchaus dann was Größeres entwickeln. Es könnte dann auch mal richtig ordentlich krachen. Ja, krachen tut es momentan noch nicht so wirklich. Wir haben es eher noch mal mit kalten Nächten zu tun. Wie erwartet in der vergangenen Nacht, ja sogar in manchen Tal- und Muldenlagen noch mal Bodenfrost. Ganz vorne dabei, ja, unsere Wetterstation in Marienberg-Kühnheide, wo es auf unter minus 2 Grad am Boden abgekühlt hat. Aber auch in Obertrubach, in Oberfranken oder in Klettwitz in Brandenburg noch leichter Bodenfrost. Gleiches gilt auch zum Beispiel für den Südschwarzwald Lenzkirch-Rubühl. Ja, momentan ja so ein bisschen wechselhaftes Schauerwetter und das bringt auch immer wieder mal schöne Fotomotive, wie hier von Nevio, der gestern einen schönen, ja, einen sehr starken, ja sogar doppelten Regenbogen hier vor die Linse bekommen hat. Also das wirklich ein sehr schönes Fotomotiv bei dieser Wetterlage. Ja, gucken wir jetzt auf die kommende Nacht, den heutigen Tag, schenken wir uns mal ein bisschen noch zwei Sätze dazu. Heute gibt es wieder so Chancen, mal nass zu werden mit dem einen oder anderen Schauer. Wird nicht jeden treffen, zwischendurch ein bisschen Sonne. Ja, und dazu bleibt es auch insgesamt heute noch für die Jahreszeit sehr kühl. Für die kommende Nacht bedeutet das, dass die meisten Schauer des Tages dann in sich zusammenfallen. Es ist meist trocken, so an den Alpen, südöstlich in Bayern, aus dichten Wolken noch mal hier und da ein bisschen Regen. Gleiches gilt auch für das Nordseeumfeld, wo es noch mal den ein oder anderen Schauer geben kann. Sonst, wie gesagt, niederschlagsfrei, häufig wieder leicht bewölkt und klar. Ja, und nochmals eine wieder frische Nacht mit Tiefstwerten im einstelligen Bereich. Gerade so in der Landesmitte im Mittelgebirgsraum durchaus auch nochmal stellenweise Temperaturen von unter 5 Grad in den prädestinierten Tal- und Muldenlagen. Will ich auch in der kommenden Nacht Bodenfrost nicht ausschließen. Ja, kommen wir jetzt auf den morgigen Donnerstag zu sprechen, nochmal schnell. Ja, es wird doch insgesamt ein häufig trockener Tag sein. Es gibt so wechselnde Bewölkung, noch ein paar Schauer oder einzelne Schauer mal so Richtung Alpenrand, südöstliches Bayern, Gewitter wahrscheinlich eher gering wahrscheinlich. Sonst auch im Norden, immer noch so im Bereich der Nord- und Ostseeküste, auch hier mal ein kurzer Regenguss insgesamt möglich. Generell im Norden und Nordwesten die Wolken zahlreicher, sonst auch häufiger mal die Sonne bei wechselnder Bewölkung mit dabei. Am Nachmittag dann schon mal so im Westen etwas aufziehende Bewölkung einer Warnfront, dass es sich hier mehr und mehr zuzieht. Aber in Verbindung mit der Warmfront dann schon mal im Westen, Südwesten schon leichter Temperaturanstieg auf 20 Grad oder auch knapp darüber. Ansonsten liegen wir auch am morgigen Donnerstag noch eher darunter. Gucken wir uns den Freitag an. Auf die Wetterlage geblickt sehen wir, verantwortlich für das Wetter jetzt in nächster Zeit ist ein Tiefdruckgebiet bei den britischen Inseln, das mit seinem Frontensystem dann am Freitag zu uns übergreift. Das ist erstmal die Warmfront, die vorüberzieht. Dahinter, ja, baut sich dann ein Warmsektor auf. Damit kommt auch schon etwas wärmere Luft rein. Ja, aber die Kaltfront von Westen her ist auch nicht allzu weit entfernt. Bedeutet für den Freitag, zwei Sachen können wir schon mal relativ sicher sagen. Temperaturen werden im Vergleich zu den Vortagen noch etwas ansteigen. Also wir liegen schon recht verbreitet bei Temperaturen so um die 20 Grad oder auch darüber. Zweiter Aspekt ist der, dass wohl relativ viele Wolken unterwegs sein werden. Es wird häufig so mittelhohe Wolken geben. Sonne wird sich schwer tun, mal so ein bisschen milchig durchkommen. Größere sonnige Abschnitte wird es wohl eher nicht geben. Ja, Fragezeichen sind noch so ein bisschen damit versehen, was passiert in Sachen Niederschlag, wann und wo regnet es. Also mit der Warmfront könnten schon mal so erste, ja, Regenbereiche so übers Land ziehen, vielleicht so gerade so Richtung Südwesten, Süden wird von manchen Wettermodellen angedeutet. Ob das Ganze dann auch in den Norden und Nordosten oder Nordosten ankommt, das ist noch ein bisschen fraglich. Tue ich mich momentan ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer. Ich kann euch hier mal die Karten mit den signifikanten Wetter mal für Freitag verlinken. Schaut da selber mal rein, da seht ihr, es gibt noch so ein paar Unterschiede. Ja, zum Abend nähert sich dann schon von Westen her schon so ein bisschen die Kaltfront an. Das heißt, hier könnte das Ganze eher so ein bisschen auch in Schauer übergehen. Aber es wird wohl nicht der verbreitet verregnete Tag sein. Das will ich jetzt mal gleich sagen. Aber es gibt halt noch diese Unsicherheiten. Bedeutet natürlich auch für das EM-Eröffnungsspiel dann am Freitagabend für mögliches Public Viewing draußen gucken auch noch so ein bisschen Fragezeichen. Ich würde mal auf alle Fälle mal eine Regenjacke einpacken, sowieso was Dickeres, abends dann noch Temperaturen von unter 20 Grad, wenn man draußen gucken will. Ich denke mal, wir gucken morgen oder übermorgen noch mal ein bisschen genauer auf diesen Abend, was sich da wettermäßig einstellt. Also wie gesagt, so ein paar Unterschiede gibt es hier entsprechend noch.
Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Wochenende. Gucken auf die Höhenwetterkarte vom Samstag. Und da habe ich mal so ein bisschen stark vereinfacht die Kaltfront eingezeichnet. Die wird nämlich schon relativ rasch dann am Samstag über größere Landesteile hinwegziehen. Liegt dann noch so ein bisschen über dem Osten. Das heißt, hinter der Kaltfront strömt schon wieder so ein bisschen kühlere Luft ein. Gleichzeitig das verbunden mit dieser Kaltfront auch ein scharfer Trog, der reinkommt. Das heißt, die Kaltfront ist durchaus mit ordentlich auch mal kräftigeren Regenfällen wahrscheinlich dann am Samstag verbunden. Ja, wenn wir uns die Karten für das Wochenende anschauen, der mögliche Ablauf für den Samstag ist wohl der, dass schon aus der Nacht heraus Samstagmorgen im Südwesten so schauerartige Regenfälle Baden-Württemberg einsetzen und dass es dann Vormittag so einen breiteren Streifen vom Norden, also von Schleswig-Holstein über die Mitte bis in den Südwesten gibt, wo es schauerartig verstärkt regnet, auch mal längerer Zeit richtig dicht bewölkt ist. Im Osten und Südosten, da kann es Vormittag noch den Sonnenschein geben. Dann ist so ein bisschen die Frage, wie schnell kommt die Kaltfront da an? Kann durchaus noch bis in den frühen Nachmittag, bis in die Mittagsstunden trocken bleiben. Dann könnte sich hier je nach Ankunft der Kaltfront durchaus noch mal an oder Neiße und in bis zu 25 Grad erwärmen. Dann nachmittags kommen dann hier im Osten die Regenfälle auf. Gewitter können auch dabei sein. Es wird wohl nicht die große Gewitterlage sein, aber örtliche Gewitter, vielleicht auch mal etwas stärkerer Natur, gerade Richtung Bayern, sind durchaus möglich. Gehen wir, und dann halt wird es sich auch entsprechend abkühlen im Regen, dann wahrscheinlich teilweise nicht mal mehr 20 Grad. Gehen wir weiter in den Westen, da auch anfangs mal Schauer oder schauerartige Regenfälle möglich. Hinter der Kaltfront wird es dann wahrscheinlich aber im Laufe des Tages relativ schnell auflockern. Sonne kommt raus und dann im Nachmittagsverlauf in der großen Westhälfte wahrscheinlich nur noch wenige, wenn überhaupt Schauer. Vielerorts wird es womöglich auch trocken bleiben bei Temperaturen um die 20 Grad. Gehen wir dann auf den Sonntag über und da wird es so sein, die Höhenströmung dreht schon wieder ein bisschen mehr auf Südwest. Das heißt, insgesamt kommt schon wieder ein bisschen wärmere Luft rein. Kaltfront ist weg, das heißt, es deutet sich nach jetzigem Stand dann doch eher ein relativ freundlicher Sonntag an. An den Alpen nochmal Schauer, vielleicht auch so inneralpin oder an der Grenze zu Österreich mal ein Gewitter. Sonst wahrscheinlich häufig trocken, erstmal bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Später dann im Nordwesten schon wieder mehr Wolken und gerade so von den Niederlanden, von der Nordsee her, könnte es dann nachmittags und abends dann durchaus auch mal Schauer, vielleicht auch mal ein kurzes Gewitter geben. Ja, wir sehen Temperaturen so zwischen 19 Grad im Emsland und schon wieder bis zu 25 Grad Richtung Lausitz. Jetzt geht es in die nächste Woche und da könnte sich viel tun, viel verändern und ja auch durchaus Potenzial für brisantere Berechnungen oder für brisantere Lagen sich entwickeln. Wir schauen uns nochmal den Dienstag an, den habe ich auch in den letzten beiden Videos ja schon mal gezeigt, mit diesem Trog, der sich über Westeuropa dann weit bis nach Spanien, Portugal erstreckt und damit steigt die Strömung auf. Sehr warme, heiße Luftmassen werden uns wohl erstmals in diesem Frühsommer erreichen. Ja, und damit werden die Temperaturen natürlich deutlich ansteigen und die Frage ist halt, wie schnell geht das Ganze dann auch mit möglichen Gewittern, ja, und eventuell auch Unwettern einher. Ich will mal hier für den Dienstag vom EZMWF andeuten, es könnte am Dienstag durchaus sein, dass das Ganze noch etwas längere Zeit gedeckelt ist. Wir sehen hier so einen leichten antizyklonalen Touch, dass das Ganze so ein bisschen ja eher noch stabilisiert wird am Dienstag. Also durchaus möglich, dass es sich erstmal zieht bis Donnerstag, bis sich Dienstag dann halt möglicherweise dann schwere Gewitter und auch Unwetter entwickeln. Aber es ist natürlich noch alles sehr, sehr spekulativ. Was wir auf alle Fälle schon mal sagen können, ist, dass dann ab Dienstag ordentlich Gewitterenergie zur Verfügung steht. Wir sehen hier mal zwei Karten, zwei Wettermodelle. Ja, und da baut sich ordentlich Cape auf. Also das Potenzial dann für schwere Gewitter, das wäre schon eine richtig sommerliche Luftmasse. Da kann es dann ordentlich krachen. Potenzial für schwere Gewitter und Unwetter ist auf alle Fälle gegeben. Wir brauchen jetzt aber noch nicht in die Details gehen, wann und wo, wie gesagt, es gewittert. Kann durchaus sein, dass es sich etwas zieht. Ja, ich habe meine Karten dann für den Montag und Dienstag noch mal so ein bisschen modifiziert. Das heißt, am Montag schon mal durchaus das ein oder andere Gewitter möglich. Viele werden erstmal sagen, Hauptsache erstmal warm. Das wird es dann nämlich endlich mal werden. Also 25 Grad sind doch vielerorts mal möglich. Was ist mir da der ein oder andere Gewitterguss auch egal? Ist auch gut so. Es ist ja in der Regel so, dass es dann halt nur manche trifft. Die Gewitter werden ja nicht überall auch am Montag auftreten. Ja, Dienstag wird es dann natürlich noch etwas wärmer, heißer werden. Erste 30er in manchen Landesteilen möglich und dazu kann es dann halt ja irgendwann im Laufe des Tages, vielleicht auch erst abends oder in der Nacht zum Mittwoch, dann auch mal richtig krachen. Schwere Gewitter, Unwetter mit allem Zip und Zap sind dann durchaus in Betracht zu ziehen. Mehr brauchen wir dazu erstmal nicht sagen. Wir haben heute Mittwoch. Wir reden jetzt über eine mögliche Gewitterlage am nächsten Dienstag. Alles andere ist eh unsicher.
Was ich euch nochmal zeigen möchte, dass die Lage durchaus auch weiterhin durchaus ordentlich Brisanz bietet. Wir gucken uns nämlich mal eine Karte so, ich sag mal so Mittwoch, Donnerstag an. Gibt es noch so ein bisschen Unterschiede? Und zwar ist das jetzt der Jetstream, also das Starkwindband in der Höhe, was so ein bisschen natürlich auch vielerorts so die Luftmassen antreibt. Und da sehen wir, dass dieser Jetstream stark ausgeprägt ist am Mittwoch, Donnerstag und von Südwesteuropa, von Spanien her, dann bis zu uns nach Mitteleuropa reicht. Und das so richtig als Warmluft, Heißluftdüse, diese feucht-warmen, feucht-heißen Luftmassen aus dem Mittelmeerraum zu uns bringen. Das immer noch in Verbindung mit einem Trog. Das allein wäre schon eine Lage, wo wir mit Gewittern, mit durchaus möglichen Unwettern rechnen müssen. Jetzt kommt aber noch ein zweiter Aspekt dazu. Mit dem Trog bzw. einem Tief, was sich wohl irgendwo so im Raum Nordseeküste dort bildet. Und das soll dann allmählich weiter Richtung Südskandinavien ziehen. Und das ja, birgt dann wirklich großes Potenzial. Jetstream, ja, hohe Gewitterenergie, dieses Tief, alles sorgt für Hebung, also extreme Luftmassen, da kann es richtig ordentlich krachen, in Verbindung dann auch mit einer möglichen Kaltfront, die für einen massiven Luftmassenwechsel dann von schwül-warm, schwül-heiß zu deutlicher Abkühlung dann sorgen könnte. Also da ist ordentlich was im Busche, so Richtung Mitte nächster Woche. Wenn es da mal nicht ordentlich kracht, würde es mich wohl stark wundern. Letzte Karte, die ich nochmal vorbereitet habe, ist eine Ensembleberechnung jetzt mal für Leipzig. Und wir sehen hier für Anfang nächster Woche die Erwärmung, also so Dienstag, Mittwoch, erste Hitze, Temperaturen von über 30 Grad dort möglich. Und wir sehen dann in den weiteren Berechnungen der Hauptlauf, das war noch von gestern Abend, dann mit der Abkühlung, dann mit dem Luftmassenwechsel. Was und wann da passiert, also das heißt Kaltfrontdurchgang, Unwetter, Abkühlung, ob das wirklich kommt, das muss man nochmal abwarten. Wir sehen halt auch durchaus noch Lösungen, die das Ganze halt ja beibehalten, dass es auch im weiteren Verlauf im Osten und Nordosten des Landes noch warm bzw. heiß bleibt. Alles Weitere dann in den nächsten Tagen. Das war's von mir. Schönen Tag noch, schönen Mittwoch. Bis zum nächsten Video. Ciao.